Was ein echter Hillclimber sein will, der braucht schon etwas mehr als Wagemut. Und manche lassen sich früh mit dem Virus anstecken. Xanto Düssmann aus den Niederlanden ist erst 9 Jahre alt und schon zum 4. Mal dabei. Auch die Frauen stehen ihren männlichen Kollegen nicht nach. Bettina Scheuern aus Winterscheid, gleich hinter der deutschen Grenze, gehört zum festen Teilnehmerstamm. Und ob sie es glauben oder nicht, die Mechaniker haben ihre Maschine wieder hinbekommen für die Läufe am darauffolgenden Tag. Als echter Lokalmatador darf sich Alexander Brodel bezeichnen. Der heute 26-Jährige wohnt nur 500 Meter von der Piste in Andler entfernt. Als kleines Kind schon mit Papa und Mama in Händen immer geschaut hier und ja, dann irgendwann mal selbst eine Crossmaschine gekauft. Ja, und irgendwann haben Freunde gesagt, hey Alex, könntest du auch mal fahren. Ja, so ist das dazu gekommen. Dass das jetzt schon das 6. Mal ist, hätte auch keiner gedacht, aber ja. Beim Flutlichtlauf am Samstagabend bringt es Alex Brodel mit seiner 450er Honda auf 92,70 Meter. Das ist aller Ehren wert. Noch besser schneidet der Limmunger Ruhl Görz ab. Er ist zum ersten Mal in Andler dabei und hat den Steilhang schon im Training überwunden. Am Samstagabend reicht es immerhin für gut 98 Meter. Das ist eine wahnsinnig steile und anspruchsvolle Strecke und die Fahrer sind begeistert, weil eine gewisse Schwierigkeit da ist. Zur Freude der vielen Zuschauer schafft es dann noch einmal bis ganz nach oben. Udo Schäler kommt bis zum Gipfel. Am Sonntag sollten ihm dann noch ein paar Fahrer dieses Kunststück nachmachen. Wir haben dieses Jahr wieder an der Strecke gearbeitet, für, dass sie nicht mehr so gefährlich ist. Wir haben Reifen neu gesetzt, haben die Strecke bearbeitet. Dieses Jahr ist sie nicht so gefährlich wie letztes Jahr. Alexander Brodel hat wie einige andere noch nicht genug und gibt offen zu, in dieser Hinsicht ein bisschen verrückt zu sein. Natürlich, das gehört dazu, weil sonst macht man das hier nicht. Wobei eines beruhigt beim Hillclimbing, runter kommen sie immer.